wollte euch ein kleines Rezept mitgeben, was meiner Ansicht nach gesund ist, sehr gesund ist. Und gerade in der Türkei trinken das sehr gerne zum Beispiel Sportler in letzter Zeit. Das ist so als Hypegetränk jetzt rausgekommen. Und ja, und zwar, Ayran kennt ihr ja schon, das habe ich ja im türkischen Supermarkt jetzt auch gekauft. Es ist egal, welche Art von Ayran, also ihr könnt auch hier in anderen Supermärkten Ayran mittlerweile finden. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Ayran ist ein Gemix aus Joghurt, Wasser und ein bisschen Salz. Ja, also ohne Zucker, das ist nicht gesüßt, das ist gesalzen. Also wir mögen diese Getränke eher salzig als süß und deshalb ist Ayran auch gesünder zum Beispiel als andere Getränke, die gesüßt werden. Das ist deshalb für viele Türken, aber auch mittlerweile für viele Deutsche ein bekanntes Getränk. Und ja, dann gibt es eben Şalgam, ne? Also Şalgam ist ein fermentiertes Getränk. Also diese Firma schmeckt in Deutschland meiner Ansicht nach am besten. Wer ein anderes Produkt findet, was besser schmeckt, kann ich gerne auch probieren natürlich. Kann gerne in die Kommentare schreiben. Zutaten: Wasser, lila Karotte, Steinsalz, Graupe, Rübe, genau, lila Karotte. Also nicht rote oder schwarze Karotte, sondern auf Deutsch heißt es lila Karotte. Und diese lila Karotte wird fermentiert. Das Getränk kommt klassisch aus Adana. Das ist eine Stadt aus Südostanatolien. Adana ist bekannt und berühmt dafür. Das ist so ein typisches Getränk, was auch auf der Straße verkauft wird und gerade zum Kebab immer wieder getrunken wird oder zu Döner, ne? Also Döner ist ja auch Kebab, aber zu anderen Kebab-Arten auch. Und ja, und meistens ist sehr beliebt dort die scharfe Variante und ich liebe auch diese scharfe Variante. Aber ihr müsst es erstmal probieren. Also ich würde euch vorschlagen, kauft das mal, Şalgam. Das ist erstmal alleine sehr gewöhnungsbedürftig, weil es ein bisschen halt fermentiert und ein bisschen so sauer scharf schmeckt. Nicht jeder mag es. Diejenigen, die natürlich einen hohen Blutdruck haben, die sollten das erstmal absprechen mit ihrem Arzt. Keine Ahnung, aber die müssen aufpassen, weil das hat natürlich auch sehr viel Salzgehalt, ne? Weil es ja fermentiert ist. Und eben auch sehr viel Salz wie Turşu, eingelegtes Gemüse und so weiter ist. Deshalb aufpassen. Also in der Türkei habe ich immer Şalgam in meinem Kühlschrank. Ich bin richtig süchtig danach. Also Şalgam sieht von der Farbe her so aus. Ja. Also wie Rotwein sieht das aus, ist nur gesünder und schmeckt anders. Ja, das ist also Şalgam, so sieht das aus. Wie Ayran aussehen, wissen ja viele. Das ist ja eben so ein Joghurtgetränk und Ayran immer vorher schütteln. So. Und so sieht ja Ayran aus, ne? Also ist ein Joghurtgetränk. Super, auch gesund, finde ich, weil es nur mit Salz ist statt mit Zucker. Und was man jetzt auch neuerdings trinkt und sehr, ich finde, das schmeckt viel, viel besser, ist nämlich Ayran und Şalgam zusammen. Beides zusammen. Und das ist ein Tipp, versucht es mal, weil diese Variante, nur Şalgam alleine, schmeckt sehr pikant. Das könnte also gerade für Deutsche schon zu pikant sein und ist aber auch trotzdem sehr lecker, meiner Ansicht nach. Aber für diejenigen, die den Geschmack von Şalgam sehr, sehr viel, also pikant finden, können mal gerne Şalgam und Ayran versuchen zu trinken. Und sieht die Farbe nicht toll aus? Also ein salziges Cocktailgetränk. Und super, super gesund, wirklich. Ihr müsst es einfach mal versuchen. Das ist wirklich sehr lecker. Wir mögen das jetzt sehr gerne. Versucht es einfach mal, entweder Şalgam alleine, mal was anderes. Und versucht mal bitte Şalgam und Ayran zu mischen und zu trinken. Ich finde, ich war, als ich das erste Mal getrunken habe, war ich total begeistert. Es schmeckt halt salzig, also nicht vergessen, es ist kein süßes Getränk. Und es ist aber auf jeden Fall sehr gesund. Mein Sohn trinkt das immer nach dem Sport sehr gerne. Also für Sportler soll das wohl sehr gut sein, gerade auch mit der Mischung mit Ayran. Hat er gesagt, also er kriegt dann alle Elektrolyte, die er verloren hat beim Sport.
Und ja, also in der Türkei ist das ein typisches Sportlergetränk, aber nicht nur, sondern es hilft auch in der Hitze. Also Türkei ist ja im Sommer eben sehr warm. Adana ist im Südosten der Türkei und dort ist es im Sommer sehr, sehr heiß. Und ja, dort trinken die Leute sehr viel Schalgam oder Schalgam-Ayran. Das soll nämlich helfen, auch gegen Hitze, weil man natürlich in der Hitze wahrscheinlich auch Elektrolyte verliert, um wieder alle Elektrolyte zu sich zu nehmen. Und ich finde, das führt auch zu einer tollen Darmgesundheit. So, das wollte ich heute euch noch mitgeben. Das Rezept, das kleine Rezept. Und das war's heute von mir. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!